Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und ja, heute habe ich vor, mit euch mal einen Zerstörer zu spielen. Das habe ich so noch gar nicht gemacht und dementsprechend ist es jetzt mehr als überfällig. Und somit jetzt auch endlich mal ein Zerstörer. Und zwar die Minekatze Tier 5, der Japaner. Wir drücken einfach mal ins Gefecht. Ich habe auch noch eine Begleitung dabei. Ich kürze es jetzt einfach mal ab mit Moxie. Eine sehr nette Dame. Allerdings werde ich das aufgrund der Aufnahme hier einfach mal im Teamspeak oder beziehungsweise ohne Teamspeak machen. Und mal schauen. Wie gesagt, Zerstörer, muss ich selber gestehen, ist noch nicht so meine Klasse. Also da muss ich erst noch so rein mich reinfuchsen. Gerade mit dem Rauch und mit dem Nebel, den ihr dann bestimmt im Spiel jetzt auch gleich sehen werdet, ist es einfach ungewohnt. Aber wir hoffen einfach mal das Beste jetzt. Die Gegner haben zwei Schiffe mehr. Wir müssen wohl etwas mehr im High-Tier-Bereich haben, beziehungsweise hier in den höheren Tiers. Wir sehen zum Beispiel, wir haben keinen Tier 2, wobei Tier 2 hier mit reingezogen wird, Vega der St. Louis. Das haben wir jetzt hier nicht. Aber schauen wir doch einfach mal, wie es so läuft. Das große Rennen als Karte hört sich schon mal vielversprechend an. War nur ein Punkt. Natürlich, das Schöne an den Zerstörern, die unglaubliche Wendigkeit, die Beweglichkeit, die Agilität, das ist natürlich eine Sache, die ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Wir haben einige Torpedo-Abfeuermöglichkeiten, drei an der Zahl, wie ich es gerade sehe. Und hier mit knapp 40 Knoten, das ist eine Geschwindigkeit, die ist wirklich durchaus beachtlich. Das Schöne an den Japanern ist die Reichweite der Torpedos, die ist in der Regel immer sehr, sehr gut. Das sind die Amerikaner etwas reduzierter. Das ist hier leider gerade den Nicholas. Ich würde gerne mal Proxy hier so ein paar Torpedos reinsetzen. Da ist schon der erste Rauchschwall. So, da sind. Lass mal einfach mal die ersten einfach mal los. Reichweite ist reduziert. Gegner ist ja schon stark am Smoken. Das werden wir jetzt auch mal machen. Weil jetzt will ich hier mal weg. Den Nicholas hinter uns. Wir müssen nämlich aufpassen, weil man sieht hier, wir sind schön. Was heißt, wir sind schön? Wir sind hier alleine. Muss jetzt nur aufpassen, weil das darf einem nicht passieren, dass man sich hier zufährt. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen zu unterstützen. Leider nicht getroffen. Aber ich habe ja noch eine Möglichkeit. So, jetzt aber. Und da hat ein Torpedo aber mal ordentlich reingehauen. Oh, da ist eine Kawachi. Habe jetzt leider auch keinen Rauch mehr.
deswegen jetzt versuchen, hier schnell wegzukommen. Ein, zwei Haken zu schlagen. Kawachi dreht schon bei, die hat natürlich den Braten gerochen, ganz klar. Der Rauch dauert leider noch. Ah, schade, der Torpedo hätte hier gut kommen können, aber leider doch nicht. Da die St. Louis, die Kawachi. Ich bin unsichtbar, Gott sei Dank, gerade für sie. Und in 6 Sekunden sind auch meine Torpedos wieder ready. So, wir drehen mal bei. Einer hat getroffen. Oh, ein schöner Hit. Jetzt muss ich aber, wie gesagt, hier ganz schnell weg. Sie aimt jetzt auf mich um. Sieht man ganz gut. Und jetzt kommen die Schüsse. Jetzt habe ich mich leider noch reingedreht. Ah, noch einer. Das ist natürlich alles unschön. Jetzt hoffe ich, dass die Torpedos den zumindest ein bisschen auf Abstand halten. Jetzt kann ich mir den Rauch anmachen. Gott sei Dank. Nicht zu spät. Hoffe ich doch. Ja. Ein Torpedo hat wieder getroffen. Ganz schön, ganz gut. Notwendig auch. Der Rauch ist natürlich jetzt Gold wert. Muss ich nur aufpassen, jetzt wird er wahrscheinlich Richtung auf den Ding hier schießen, auf unseren Flugzeugträger. Wenn er jetzt den Flugzeugträger ein bisschen... Ah, und wieder ein Torpedotreffer. Jetzt ist er auch wirklich angeschlagen. Ah, schön! Da ist er weg! Wo kommen denn die Torpedos auf einmal her? Aber da ist der Plan jetzt soweit gut aufgegangen. Kawachi hat mich gut gechased. Aber die Torpedos konnten ihr dann dementsprechend auf die Zeit ordentlich zusetzen. Da drüben sind gleich 4 Schiffe. Ist natürlich doch ganz schön arg. So, mal schauen, was hier die St. Louis so macht. Nope. Jetzt ist hier einiges los. Wohl von der Clemson da drüben. Jetzt, natürlich zielt es jetzt hier rüber, ganz klar. Wir drehen jetzt mal hier so bei. Wichtig war jetzt, dass die... dass ich hier nicht das Feuer bekomme. Jetzt hat sie mir das Ruder zerschossen. Oh, sehr schön. Da habe ich ihn da zerstört.
Da ist er in einen der Torpedos reingefahren. Da konnte er leider, oder was ist leider, er konnte für sich nicht so dagegen halten, wie er es wahrscheinlich selber gern gehabt hätte. Muss ich schauen. Und die St. Louis, die hätte ich jetzt schon auch noch gern. Agieren wir hier mal mit ein bisschen Rauch. Jetzt verdünnisieren wir uns auch wieder direkt. Hoffen wir, dass doch die Torpedos treffen. Ja. Das war ein Hit, mit dem er gut was anfangen kann. Jetzt will ich nur nicht hier drauf schießen. Lieber noch mal einmal mit den Torpedos draufziehen, sobald sie jetzt fertig sind. Und jetzt aber ganz schnell weg. Und wenn der sich nicht bewegt, der hat scheinbar irgendwelche Probleme, sonst wäre er da nicht an Ort und Stelle. Aber dann sollte das auch ein Kill werden. Deswegen, ich werde mich jetzt gleich Richtung Flugzeugträger begeben. Ja, der ist weg. Und jetzt widmen wir uns dem Flugzeugträger. Weil hier ist da drüben mit den... Der Flugzeugträger steht hier vorne. Ich habe leider keine Smokescreens mehr. Von dem her muss es jetzt ohne gehen. Aber bis auf den Flugzeugträger gibt es jetzt keine Gegner mehr. Und ich muss jetzt nur ein bisschen auf die Torpedobombe aufpassen. Aber dann ist das kein Problem. Sollte mit der Wendigkeit jetzt eigentlich ganz gut machbar sein. So, jetzt hat er auf jeden Fall hier, jetzt will er auf mich gehen. Natürlich auch nachvollziehbar. So, da darf mich jetzt nur keiner treffen. Und ihr seht, es geht ganz gut. Man muss aufpassen, weil die sind ein bisschen im Fächer. Aber sind sie jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenze angekommen? Ich schieße auch mal ein bisschen im Fächer jetzt erstmal. Dass er da nicht großartig mehr wegfährt. Leider von uns nur noch zwei Träger am Werk. So, jetzt steht er da, die Langley. Wenn ich jetzt mit HE schieße und das... zum Brennen bringe. Dann kann er nämlich auch keine Flugzeuge mehr starten, weil er... So, jetzt drehen wir bei. Und natürlich habe ich den Braten gerochen.
So, er bewegt sich ja zumindest ein bisschen. Sieht man ganz gut. Jetzt nehmen wir mal mit AP, weil... Ja, und da ist er weg. So. Und jetzt schauen wir nochmal. Jetzt sind leider da immer noch die St. Louis und die Kuma am Werk. Ich habe keine Smokescreens mehr. Das ist natürlich jetzt ärgerlich und schade. Weil dementsprechend wird es jetzt hier deutlich schwerer. Dadurch. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen es jetzt einfach. Zumindest schön, wenn der Flugzeugträger vielleicht noch einen Gegner mitreißen kann in den Tod. Ah, das war eine Wunschvorstellung. Schau mal, wie viel HP sie noch haben. Oh, ganze 13.000, die St. Louis noch. Das ist natürlich auch für die St. Louis, auch für die bin ich so ein kleiner Happen. Oh, die Kuma sogar noch ganze 20.000. Ist natürlich alles unschön. Ich hoffe mal, sie sieht mich noch lange nicht. Das kann man natürlich so gar nicht sagen. Es gibt auch hier gewisse Tarnwerte und da ist halt so ein Zerstörer, hat natürlich etwas bessere Tarnwerte als so ein Kreuzer oder natürlich gerade als ein Schlachtschiff. Von dem her wird es jetzt hier gleich auftauchen, schätze ich mal. Base Capture by the Enemy. Das heißt, er ist hier auch schon reingefahren. Ist nur die Frage, wo ist er? Da ist er. Und jetzt kommen auch schon die Schüsse. Und dementsprechend, er trifft auch gut schon. Einzig jetzt noch ein bisschen hier vielleicht zickzack zu fahren. Und zu hoffen, dass er dementsprechend schlecht trifft. War wohl ein Wunschdenken. Ah, und noch einer. Da konnte ich zumindest noch einen mitreißen. Aber jetzt hier bekomme ich den nächsten. Hat das mir Gruber rüber zerschossen. Und da kommt jetzt immer mehr an Schüssen. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr viel. Was da eben... Ah, schade aber auch. Schade aber auch. War ein gutes Match. Unglaublich. So macht Zerstörerfahren Spaß. 322.000 raus. Wie viel Base XP waren das? 1654 und Schaden gemacht. Über 110.000. Ja, da kann man doch sagen, das war eine erfolgreiche Runde Zerstörerfahren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir persönlich hat es gut viel Spaß gemacht. Dementsprechend bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Haut's rein.